der S1. Ich möchte mal ganz herzlich für Ihre Teilnahme bedanken, dass Sie sich erhalten, dass Sie sich informieren möchten über das, was die IAVSP vielleicht auch Ihnen und Ihrer Firma bieten kann. Ich darf zunächst einmal vorstellen, mein Name ist Axel Matern. Ich bin verantwortlich als Director SAP bei der Avatus Systems, SAP Gold Partner, für das SAP Partnermanagement, für das komplette Lizenzgeschäft, den Lizenzvertrieb als SAP Reseller und auch für einen Teil des Beratungsgeschäftes. Das ist aber eine Rolle, die ich jetzt heute hier verkörpere, sondern ich spreche heute zu Ihnen als Vorstandsvorsitzender der IAVSP, des SAP Partnervereins. Darf Sie im Namen des gesamten Vorstandes der IAVSP, wer das genau ist, werde ich Ihnen noch mitteilen im Laufe der Session. Ich leite diese Rolle jetzt seit Juni letzten Jahres. Vielleicht noch gar nicht so viel von der IAVSP gehört haben. Der steht für International Association for SAP Partners. Es ist eine Vereinigung, der sich gegründet hat schon vor über 7 Jahren, mit dem Ziel, Partnerinteressen gegenüber der SAP zu bündeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite Geschäftschancen der Partner untereinander, der Mitgliedsfirmen, zu ermöglichen, sodass die Kunden von unserem gemeinsamen Portfolio partizipieren können. Das war so im Prinzip die Auslöser, ist geworden im Partnerport in Walldorf. Und ja, selber, wir waren zwar kein Gründungsmitglied, aber relativ von Anfang an dabei. Insofern habe ich die Geschichte schon lange verfolgt. Ja, als Partner der SAP sitzt in einem Boot, bedeutet das, ich habe eine Folie von der FCOM in Barcelona Anfang des Jahres als Introfolie hier aufgelegt. Das ist jetzt nicht eine deutsche Betrachtung, sondern das ist die Region, zu der Deutschland bei der SAP ja gehört, also Middle East und Europe, also alles, was rechts von Deutschland ist, sagen wir mal. Da gibt es dann über 1500 Partner, die in dieser Region aktiv sind, die irgendwie ein SAP-Logo haben, die versuchen sozusagen mit der SAP-Software Umsatz bei Kunden zu machen. Das teilt sich grob so auf, dass es ungefähr 500 Reselling-Partner gibt. Das sind so die klassischen Systemhäuser vielleicht, die SAP-Standardlösung resellen. Im Cloud-Bereich gibt es knapp 200 Reseller in der Region. Das sind dann die ganzen Cloud-Produkte, beginnend bei Business by Design, über SuccessFactors, Ariba und andere Lösungen, Cloud for Customer. Das ist die größte Zahl, über 600 Systemintegratoren. Das sind die klassischen Service-Partner, die kein Reselling-Geschäft machen, aber mit der SAP zusammenarbeiten im Bereich der Produkte und der Implementierungen. Gibt es die Independent Software Vendors, das sind halt die, die natürlich das Ziel haben, ihre Produkte, die ja SAP-Lösungen ergänzen sollen und ergänzen, auf die SAP-Preisliste zu bringen. Und dann gibt es noch ein paar wenige, die Managed Services, zum Beispiel Managed Cloud as a Service oder Betriebsmodelle im Sinne von Hosting anbieten. Und neu, relativ neu noch, muss man sagen, die OEM-Partner, die SAP-Produkte in die Lösung einbauen und dort die Lizenz sozusagen nicht direkt resellen beim Kunden, sondern mit ihrer Lösung als integriertes System sozusagen dem Kunden verkaufen. Eins gilt auch für meine Firma, haben nicht nur eine Partnerschaft, sondern haben verschiedene Partnerschaften mit der SAP und stellen letztendlich um die Gunst der SAP, aber natürlich auch um die Gunst der Kunden zu werben. Und dabei gibt es noch das Validated Expertise Programm, was speziell für Systemintegratoren interessant ist, um in bestimmten Lösungen eine Expertise nachzuweisen und dort entsprechend sich zu positionieren. Das ist sozusagen die Ausgangssituation. Heute ist es halt so, wenn man dann auf die SAP guckt, dass es im Prinzip mehrere Kriterien gibt, nach denen die SAP Partner bewertet. Das überagierende Kriterium ist der Lizenzumsatz, den ein Partner für SAP generiert. Denn die selber wird ja messen an der Börse danach, wie viel Neukunden Lizenzumsatz sie generiert. Sie wird nicht nach Wartung, nach Schulung oder nach Projekten gemessen, sondern das ist das, was die Analysten fordern für SAP. Und insofern versuchen
es hat natürlich auch ihre Partner in diese Richtung zu steuern. Die eigene Communities, wir haben die Partnerprogramme gerade gesehen auf der Folie davor. Viele davon, wie gesagt, sind sehr stark Reselling getrieben. Übrigens einige große Partner der SAP bieten natürlich eigene Programme, wo sie sozusagen wieder ihre Partner einbinden. Was man sagen muss, ist natürlich, dass alle diese Firmen, sei es die SAP, sei es die größeren Partner, Eigeninteresse damit verbinden. Natürlich wollen sie ihren eigenen Umsatz mit Hilfe von Partnern steigern. Die SAP ist ein Verein, übrigens kein nützlicher Verein, eher sowas wie eine Berufsgenossenschaft, und sie ist einzig und allein ihren Mitgliedern verpflichtet. Wir sind also nicht der SAP verpflichtet oder irgendwelchen großen Mitgliedern, sondern es sind letztendlich alle Mitglieder gleich in der IAV-SP. Und dieser Verein ist aus meinem Wissensstand der einzig unabhängige Verein, der die Interessen von SAP-Partnern und nicht nur von denen, nämlich auch von den Partnern der Partnern, also vom Ökosystem, bündelt und versucht, zum Beispiel der SAP gegenüber zu vertreten. Nochmal als klare Botschaft, die IAV-SP ist auch offen für Non-SAP-Partner. Einzige Voraussetzung, das Geschäftskonzept der Firmen muss im weitesten Sinne etwas mit SAP zu tun haben. Kleinste Nenner. Ist die SAP überhaupt die Partner? Das hat eigentlich in den letzten Jahren relativ deutlich gesagt. Wir haben sich sehr ambitionierte Wachstumsziele gegeben, beim Umsatz eine Verdoppelung, 1 Milliarde Nutzer sollen erreicht werden. Und der Lizenzumsatzanteil, den die SAP nicht direkt verkauft, sondern der über die Partner, über die Reseller erreicht werden soll, soll 40% und mehr betragen. Da ist die SAP heute noch nicht. Das bedeutet, die SAP braucht die Partner, um dieses Wachstum überhaupt hinzukriegen. Und deswegen wächst natürlich auch die Bedeutung unseres Partnervereins und die Relevanz der IAV-SP. Andererseits, und das werden vielleicht auch Ihre Erfahrungen etwas widerspiegeln, SAP-Partnering ist durchaus ein schwieriges Geschäft, schon allein Partnermodelle zu verstehen. Den Mehrwert für die eigene Firma sozusagen daraus zu arbeiten, ist eine Hürde. Wer hat es mal verglichen mit der Besteigung des Mount Everest? Und da habe ich mir sagen lassen, Basecamps jedes Jahr bei Mount Everest, da sind so um die 8000 Menschen, die versuchen da hochzukommen. Schaffen es pro Jahr nur so um die 200. Da bleiben einfach viele auf der Strecke, die umkehren müssen, manchmal auch tragische Schicksale erleiden. Jetzt ist die Frage, was heißt es eigentlich, als Partner der SAP den Mount Everest wirklich zu erklimmen? Es ist nicht so, dass die großen Reselling-Partner, die wirklich nennenswerte Umsätze machen, sich das von sich behaupten können. Es sind sicher auch die Independent-Software-Vendoren, die es schaffen, auf der SAP-Preisliste zu kommen und damit natürlich auch wieder nennenswerte Umsätze zu generieren. Das sind sicherlich Beispiele für Partner, die es geschafft haben, den Everest im übertragenen Sinne zu erreichen. Vielleicht gar nicht jeder auf den Gipfel, vielleicht will auch der eine oder andere nur ein bestimmtes Etappenziel erreichen. Und die IAV-SP, um im Bild zu bleiben, kann Ihnen da als Bergführer helfen, letztendlich überhaupt mal den richtigen Weg zu erkennen und zu erklimmen und natürlich auch mit Ihnen gemeinsam das Ziel zu definieren. Wird insbesondere dadurch einen Mehrwert, dass in der IAV-SP zum einen sehr große SAP-Partner sind, die viel Erfahrung haben. Es ist ehrlich gesagt nicht so wichtig, sagen wir mal, das Sprachrohr gegenüber SAP zu sein oder zu haben, weil die in der Regel eigene Kanäle in die SAP, die auch sehr gut funktionieren. Diese größeren Partner haben eigentlich eher den Vorteil, dass sie die Klaren im Rahmen der IAV-SP, des Partnervereins, kennenlernen, um zum Beispiel ihr Portfolio gegenüber den Kunden abzurunden, sehr häufig durch Zuhilfe der SAP oder auch durch neue Lösungen, die sie selbst entwickelt haben, ist es ja so, dass Know-how aufgebaut werden muss, dass auch schon bestehende Lösungen, wie jetzt, ich bleibe mal in dem Beispiel SuccessFactors, weil ehrlich gesagt in Europa, in Deutschland vom Know-how ja noch nicht so ausgeprägt ist, aber dass dort Partner auf einmal in die SAP-Community eingebracht werden, die vorher mit SAP so gut wie gar nichts zu tun haben. Davon profitieren letztendlich auch große Partner SAP, die in der IAV-SP gebündelt sind von diesem Community-Gedanken. Die Kleinen können natürlich wieder einen Erfahrungsschatz sozusagen abgreifen bei diesen größeren erfahrenen Partnern, die bestimmte Vertragsverhandlungen mit SAP schon durchgeführt haben, die zum Beispiel bestimmte Partnerprogramme mit SAP leben und auch den
erklären können und befruchtet sich das wirklich gegenseitig. In der IAVSP fast alle Partnerkategorien vertreten sind. Also vom Servicepartner zum Resellingpartner zum Hostingpartner, Cloudpartner ist alles dabei, sodass man hier wirklich auf eine breite Erfahrung zurückgreifen kann. Wie IAVSP organisiert, um jetzt diesen Mehrwert überhaupt bieten zu können? Da haben wir im Prinzip gar nicht so viel neu erfunden, sondern wir haben uns sehr, sehr stark mit der DSG, also der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe, ausgetauscht, die von den Touren her genauso aufgebaut sind. Es gibt eine gute Kooperation auch mit der DSAG. Das zeigt auch, dass unsere Interessen sich ergänzen und überschneiden. Die DSG, um es mal sehr simpel zu sagen, vertritt die Anwenderinteressen, zum Beispiel die Funktionalitäten, die neuen SAP-Releases zu den Anwendern. Deswegen ist die SAP dort auch immer vertreten. Auf der anderen Seite bündelt die DSAG die Anforderungen der Anwender, um eben das Produkt oder die Produkte weiterzuentwickeln. Die IAVSP dagegen bündelt Interessen der Partner. Es geht eigentlich weniger um die Produkte der SAP. Die Informationen kann man sich direkt von SAP holen. Man kann sie sich sogar über die DSAG holen. Aber die Interessen der Partner liegen eher darin, dass bestimmte Partnerprogramme, die die SAP ausrollt, im Vorfeld mal mit der Partner-Community abgestimmt werden und nicht vom Himmel fallen, manchmal auch zum Nachteil verändert werden. Das ist eigentlich eher der Anspruch, den die IAVSP erfüllen möchte in Richtung SAP. Darüber liegt natürlich auch der Community-Gedanke, da komme ich aber gleich nochmal zu. Deswegen haben wir uns die Arbeitsweise von der DSAG genau abgeguckt. Die sind prinzipiell organisiert in Arbeitskreisen und in Themenkreisen. Was unterscheidet diese beiden? Die Arbeitskreise sind mehr von Dauer, tagen 2 bis 3 Mal im Jahr und dort werden eigentlich eher Informationen reingegeben und die Mitglieder können dort diese Informationen konsumieren. Das bedeutet letztendlich, dass da so viel aktive Mitarbeit gefordert ist, sondern man kann sich dort zum Beispiel die Erfahrungswerte anderer Ergebnisse, wo erarbeitet worden sind, anderer Partner letztendlich zu Gemüte führen. Was viel lebhafter ist und deswegen das prägende Element der IAVSP sind die sogenannten Themenkreise. Diese Themenkreise, und das kommt uns ja gerade als Beratungsfirmen sehr viel mehr entgegen, stellt sich zu Beginn durch die Mitglieder formuliert oder durch einige Mitglieder, die so einen Themenkreis gründen möchten, eine klar formulierte Aufgabenstellung. Das heißt, es geht hier nicht darum, jahrelang zu tagen, bis man sich nichts mehr zu sagen hat, sondern ganz konkret eine bestimmte Problemstellung zu bearbeiten. Das heißt, sein im Bereich Cloud. Wie sieht ein Konzept aus, um überhaupt ein Cloud-Modell erfolgreich an den Start zu bringen? Wir hatten hier zum Beispiel Business by Design Partner, da muss man natürlich erstmal investieren in Vertrieb, in Marketing, in Beratung. Und im Gegensatz zum üblichen Reselling-Geschäft findet der Mittelrückfluss ja hier sehr langsam statt, weil die Kunden monatlich geringe Beträge bezahlen. Also bezahlen sie auch noch, wenn das Projekt schon lange abgeschlossen ist und man eigentlich keinen Aufwand mehr hat. Also einfach mal eine Diskussion eines Cloud-Geschäftsmodells, wie unterscheidet sich das von herkömmlichen Geschäftsmodellen. Das war eine Aufgabenstellung, die sich zum Beispiel im Themenkreis Cloud gegeben hat. Nachdem das Thema abschließend bearbeitet war, und das ist nämlich jetzt schon der Fall, stehen die Ergebnisse allen Mitgliedern zur Verfügung. Aber der Themenkreis als solches löst sich dann wieder auf. Aufgabenstellung geben, natürlich auch das, kann auch neu formiert werden, aber es soll quasi keine Dauereinrichtung sein, die sich dann irgendwann totläuft, sondern es soll wirklich ein lebendiges Miteinander sein, wo Aktivität gefragt ist, Mitarbeit, und deswegen sind die Themenkreise das dominierende Arbeitsgremium in der IAVSP. Ehrlich gesagt, in der SAG ist es genau andersrum, da ist eher mehr von den Anwendern eine sehr stark konsumierende Haltung da gibt es wesentlich mehr Arbeitskreise und weniger Themenkreise. Der IAVSP. Das Ziel, ich habe es schon erwähnt, ist die Kooperation der Mitglieder untereinander. Es geht wirklich darum, gemeinsame Geschäftschancen zu erschließen, die man als Firma vielleicht nicht heben könnte, weil man den Kunden nicht ganzheitlich bedienen kann, weil man vielleicht dieses Themenfeld noch gar nicht für sich gesehen hat. Das Ganze wird unterstützt durch ein unabhängiges Netzwerk und Wissensplattformen. Was wir IAVSP dafür, das ist eben Tool, wir nennen das SAP InfoHub und ich gebe Ihnen da gleich mal einen kleinen Einblick
damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, wie sowas aussehen könnte, einfach als Wissens- und Kollaborationsplattform zur Verfügung steht, damit die Mitglieder untereinander, und das ist dann nur für die Mitglieder zugänglich als geschützter Bereich, sowohl Arbeitsergebnisse austauschen können, als auch ihre Informationen zum Beispiel zu Ansprechpartnern von anderen Mitgliedsfirmen sehen können, als das üblicherweise in einem Webauftritt möglich ist. Wir werden der Voraussicht nach, heute noch mit der DSAG gesprochen, einen Gemeinschaftsstand auf dem diesjährigen DSAG-Jahreskongress haben von der IAVSP. Das ist jetzt wieder interessant für kleinere Mitglieder, die vielleicht da alleine nicht hingehen können, aus finanziellen Möglichkeiten heraus oder wollen. Und es wird möglich sein, unter dem Dach der IAVSP einen etwas günstigeren Gemeinschaftsstand mitzunutzen. Der Themenkreis neue Geschäftsmodelle, der ist eigentlich einer der lebhaftesten Themenkreise. Dort werden neue Geschäftsmodelle der Partner untereinander diskutiert. Manchmal sind es einfach Sachen, die in der Ökosystemgemeinde noch nicht so bekannt sind. Ich nenne das Modell MasterVars, die Reseller sind, die selber wieder sogenannte EBM-Partner, Extended Business Member Partner an sich binden können die dann Lizenzen verkaufen, aber auf dem Papier des MasterVars und über eine Provisionsregelung profitieren dann alle davon. Das ist eigentlich ein Modell, was SAP ausgerollt hat. Da waren sogar Mitgliedsfirmen der IAVSP beteiligt bei der Gestaltung des Programms. Das ist ja gerade einmal frisch überarbeitet worden. Da geht es einfach darum, das wirklich in die Partner-Community reinzubringen. Und großen MasterVars gewinnen so neue EBMs und die EBMs profitieren auf einmal von Lizenzprovisionen, die sie gar nicht für möglich gehalten haben. Das ist ein Beispiel nur im Arbeitskreis, im Themenkreis neue Geschäftsmodelle, werden auch weitere Themen dieser Art erarbeitet und für alle zugänglich gemacht. Dann bietet die IAVSP natürlich auch Presse- und Analystenkontakte. In der nächsten SAP-Info werden Sie voraussichtlich einen Artikel über die IAVSP finden. Da ist der Fokus auf dem Thema Industrie 4.0, was ein weiterer Themenkreis ist, letztendlich in der IAVSP gelegt worden. Wir werden Kolumne im E3-Magazin haben, da werden Sie uns zukünftig finden. Also versuchen einfach eine Plattform zu geben, wo dann Mitglieder der IAVSP natürlich auch mal Chance haben, sich zu positionieren mit einer Success-Story. Zum Beispiel, wo 2, 3 Mitglieder zusammen einen Kundennutzen erzeugt haben, kann man ganz leicht vermarkten. Das kann jeder von uns selber, sollte er auch tun natürlich, ganz klar im Rahmen seines Marketings als Firma. Über die IAVSP bekommen wir sozusagen so noch einen weiteren Kanal ins Marketing hinein. Mal in der Praxis ist es so, dass irgendwelche Themen in einem Themenkreis hochkommen. Ich nenne mal das Beispiel Test- und Demosysteme, was ja momentan auch stark bei SAP im Umbruch ist, kam zum Beispiel damals aus dem Cloud-Themenkreis, der gesagt hat, wir brauchen bessere Test- und Demosysteme, um unseren Kunden schnell was zeigen zu können. Da hat sich aber ziemlich schnell gezeigt, dass das kein reiner im Themenkreis Cloud ist, sondern dass es ein Thema ist, was eigentlich übergreifenden Charakter hat. Viele Partner haben das Interesse, nicht nur im Cloud-Umfeld, auch in den SAP-Produkten, funktionierende Test- und Demo-Landschaft zu haben, mit dem Sie Kundenpräsentationen machen können. Und es gibt einen Arbeitskreis, und der gibt es gar nicht in der IAVSP, den nennen wir Arbeitskreis Partnerschaft. Der nimmt dann solche Themen, die von unten kommen, auf und bringt sie in einen großen Kontext, sodass allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden können und sodass dort entsprechende Gespräche mit SAP geführt werden können. Das haben wir auch ganz konkret getan an der Stelle. Und da gibt es Beispiele dafür, wie zum Beispiel das Thema Ansprechpartnerliste, sodass allen Mitgliedern eine SAP-Ansprechpartnerliste zur Verfügung steht und so weiter. So, und Kooperation heißt natürlich auch immer, ich muss miteinander reden. Das ist so, diese Arbeitskreise und auch die Themenkreise tagen, wenn sie denn physisch vor Ort tagen, sehr häufig hier in Walldorf. Das macht es auch möglich, dass SAP-Vertreter dort teilnehmen, allerdings nur, wenn das durch den Themenkreis auch gewünscht ist. Sind wir aber da frei. Wir sind in ganz Deutschland, letztendlich Österreich, Schweiz auch unterwegs gewesen mit Veranstaltungen. Aber durch die persönlichen Kontakte kommen natürlich meistens die besten Gespräche zustande. Andererseits, gerade die Themenkreise, die sich häufiger treffen als der Arbeitskreis, da finden auch viele Sitzungen virtuell statt, so wie heute per WebEx, per Telefonkonferenz und per bilateralem Austausch.
Kooperation der Mitglieder ganz wichtig, weil das hängen für uns alle als Firmen, die Ökosystem, Geschäftschancen, die wir vielleicht alleine nicht heben können, wo also die IAVSP wirklich einen Mehrwert im Sinne einer Community bilden kann. Das zweite Ziel ist die Erhaltung des SAP-Ökosystems. Ich selber ja zur Erwartung System schon zu einem der größeren Partner und wir kriegen dann regelmäßig neue Verträge von SAP vorgelegt, zum Beispiel jetzt gerade aktuell den SAP-Cloud-Vertrag. Und dann gehe ich den meiner Rechtsabteilung oder gucke mir den selber an und dann haben wir Änderungswünsche. Dann sagt SAP mir immer, ja, nicht sein, alle anderen Partner haben schon unterschrieben, nur ihr seid zu blöd, das zu verstehen. Bitte schreibt das doch so, wie wir es rausgegeben haben. Dann ist ein leichtes, mal mit anderen Partnern zu reden, zum Beispiel im Rahmen der IAVSB. Und oh Wunder, man stellt natürlich fest, das ist gar nicht so, wie die SAP sagt, sondern alle haben die gleichen Probleme und alle stolpern über die gleichen Stellen im Vertrag, weil die SAP die natürlich genauso baut, dass das Risiko beim Partner liegt und nicht bei der SAP. Und solche Dinge kann man wunderbar bündeln und an die SAP zurückspielen und dann hört dieses Ping-Pong-Spiel auf, dass man also selber da letztendlich nur für sich verhandelt, sondern dass man dort wirklich Feedback geben kann. Und ehrlich gesagt, noch wäre es ja, die SAP würde zumindest diese, ob es die Verträge sind oder die Änderung der Partnerprogramme generell im Vorfeld mit der IAVSB abstimmen. Das hat noch nicht. Da haben wir noch nicht die notwendige Größe zu. Wir reden heute auch sehr stark mit der SAP in Deutschland, mit dem Bereich Ökosystem und also mit dem Jochen Wiesler beispielsweise und dem Sven Lange, der auch als Sponsor sozusagen von der SAP für die IAVSB benannt ist, als Autor. Manche Programme, ehrlich gesagt, werden ja vom Global ausgerollt. Auch da führen wir zwar Gespräche, aber dazu ist es natürlich erforderlich, noch mehr Masse einzubringen in den Verein, noch mehr Relevanz. Nicht deswegen führen wir ja dieses Webinar heute, um eben weitere Mitglieder zu gewinnen, um einfach noch mehr, ja, ich will es nennen, aber letztendlich mehr Gestaltung zusammen mit der SAP voranbringen zu können. Das ist also ein ganz wichtiges Thema, was den Mehrwert der IAVSP ausmacht. So haben wir auch geschafft, dass Nicht-SAP-Partner zum Beispiel auf den SAP-Partnertag mitgehen durften. Also IAVSP-Mitglieder, die müssen ja keine SAP-Partner sein, ich sagte es bereits, wurden dann auch auf den SAP-Partnertag in Mannheim letztes Jahr im Oktober eingeladen. Der Arbeitskreissprecher, der Frank Bayer von der Firma Mobisys, der den Arbeitskreis bei uns leitet, ist vom in das SAP Executive Board eingeladen worden, wo ja die größeren Partner oder nach bestimmten Kriterien ausgewählte Partner sich der SAP regelmäßig treffen und unterhalten. Also auch dort hat die IAVSB einen festen Sitz. Gerade ist die IAVSB zu den SAP-Partnerstammtischen eingeladen worden. Die ist gerade jetzt in der letzten und dieser Woche verschickt worden, die Einladung. Ich hoffe, dass viele von Ihnen auch die Einladung bekommen haben von der SAP, die ja regionale Partnerstammtische in ihren Geschäftsstellen veranstaltet. Und auch dort wird die IAVSB einen festen Sitz haben, einen Platz haben. Diverse Infovorträge von der SAP erhalten, im Wesentlichen immer im Rahmen des Arbeitskreises SAP-Partnerschaft. Und wir haben die Informationen manchmal bekommen, bevor sie aus gerollt worden sind. Ein typisches Beispiel war das Thema SAP Demo Cloud. Sie wahrscheinlich die IDES-Systeme, die Test- und Demosysteme sollen ja abgeschafft werden und die SAP möchte über Public-Systeme, die dann für alle gleich sind und dann im zweiten Schritt Private Cloud-Systeme für die Partner und auch natürlich für die Kunden entsprechende Demosysteme, die dann aber bei Ihnen gehostet sind, zur Verfügung stellen und mir das IDES in der Form, wie es heute besteht, ausrollen. SAP im Vorfeld gefragt worden, was für Demosysteme benötigen wir denn überhaupt? ERP, in welchen Releases, muss es nur das aktuellste sein oder braucht ihr auch noch zwei zurückliegende, weil ihr vielleicht ältere Sachen zeigen wollt? Muss ein Business Intelligence System, BW-System mit Business Objects Komponenten integriert sein? Muss das Extended Warehouse Management, CRM angebunden sein? All diese Fragen haben wir im Vorfeld mit der SAP diskutiert und sie sind dort aufgenommen worden. Und die IAVSB dort als Sounding Board agiert. Die IAVSB wird inzwischen auch aktiv von der SAP promotet und positioniert. Diejenigen von Ihnen, die in Mannheim den Vortrag vom Sven Lange auf dem Partnerkongress gehört
haben es vielleicht aufgenommen. Das ist dieses kleine Bild unten, aber ich möchte Ihnen nochmal eine Folie zeigen. Das ist eine offizielle SAP-Folie, die der Sven Lange im Bereich Ökosystem und seine Mitarbeiter auch verwenden, wo er so ein bisschen das Verhältnis der SAP und Partner beschreibt. Alle Räder müssen ineinander greifen, natürlich. Und da finden wir unten rechts die klassischen Buzzwords wie Cloud, HANA, Innovation. Und die SAP engagiert sich natürlich in der Ausbildung der Partner im Vertrieb, Marketing und Beratung. Aber interessant ist eben der Punkt Netzwerke, wo natürlich das, was ich eben schon geschildert habe, Masterware und EBM-Kontext natürlich wichtig ist für die SAP. Und das bietet Expertise, aber eben auch die IAVSP von der SAP als Mehrwert gesehen wird. Ob die immer unsere Rückmeldungen schon alle haben wollen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber auf jeden Fall ist es auch für die IAVSP einfacher im Rahmen, einer IAVSP-Tagung eine Information rauszugeben an die Partner, als es beliebig vielen Partnern einzeln zu erklären und zu erzählen. Insofern sieht die SAP, speziell Ökosystem und Channel, natürlich einen großen Vorteil, auch mit der IAVSP zu reden. Wie zum Beispiel diese Termine, die jetzt ja frisch verschickt worden sind, in den SAP-Geschäftsstellen, wo die Partnerstammtische stattfinden. Sie bekommen diese Präsentationen im Nachgang so zugeschickt, wobei ich davon ausgehe, dass Sie diese Einladung zu den Stammtischen ja selber auch erhalten haben. Ich habe schon gesagt, wir sind ein Verein, so eher eine Berufsgenossenschaft könnte man vielleicht sagen, also nicht zu verwechseln mit einem gemeinnützigen Verein. Wir haben uns in Beitragsklassen auch da an dem orientiert, was allgemeine Praxis in der DSAG ist. Es gibt im Prinzip zwei relevante Beitragsklassen, und zwar, wenn ein Partnerunternehmen, eine Firma mehr als 250 Millionen Euro Jahresumsatz macht, muss 1.000 Euro bezahlen im Jahr und darunter 500 Euro. Es gibt noch eine Beitragsklasse für 100 Euro Associate Partner, das ist eher für Kleinstfirmen gedacht, vielleicht für Freelancer oder 1 bis 3 Personenbetriebe, also wir haben mal gesagt bis 500.000 Euro Umsatz. Die haben kein Stimmrecht, kein Wahlrecht, also das ist so eine Wirtschaft, um einfach mal auch diese Kleinen, die vielleicht einen Startup-Gedanken mit reinbringen oder andere Dinge, denen auch eine Plattform zu ermöglichen, wo sie mit SAP-Partnern diskutieren können. Das ist ein Modell, was wir zusätzlich reingebracht haben. Wichtig ist, die Mitgliedschaft in der IAVSP ist eine Firmenmitgliedschaft. Das heißt, Sie können die Arbeits- und Themenkreise beliebige Mitarbeiter entsenden. Das macht ja durchaus auch Sinn, wenn ich einen Themenkreis Marketing betrachte, da vielleicht den Marketingverantwortlichen oder jemand aus dem Marketing dann entsprechend hinzuschicken. Wenn Cloud geht, dann ist es eben derjenige, der sich um die Cloud-Themen bei Ihnen im Unternehmen kümmert. Zusammenarbeit, da gibt es Grenzen, das muss man ganz klar sagen, denn wir alle sind an gewissen Stellen im Markt ja auch Wettbewerber. Das ist ja vollkommen außer Frage. Man kann eigentlich für sich unterscheiden, wie weit die Informationen offenlegen kann und will. Also wenn ich mir vorstelle, dass es meinen eigenen USP, mein Alleinstellungsmerkmal betreffen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich schwer tun, das mit IAVSP-Mitgliedern so zu teilen. Ganz in Ordnung so, und wir haben einen Mitgliederkodex erstellt, um genau offene und konstruktive Zusammenarbeit der Mitglieder untereinander zu fördern, um auch, wenn man sich entscheidet, dass mehrere Mitglieder zusammen einen gemeinsamen Marktangang, eine gemeinsame Strategie, wie man einen Kunden bedienen möchte, vereinbaren, dass dort entsprechend faire Regeln, letztendlich im Vorfeld auch stehen. Ich sage das mal mit aller Vorsicht, weil die IAVSP hat nicht wirklich Sanktionsmöglichkeiten, außer dass sie die Mitglieder ausschließen kann. Also wir können mit Strafgeldern oder sonstigen Dingen agieren, aber wir haben uns diese Fairplay-Regeln gegeben, und die sind halt, dass eben natürlich alle IAV-Mitglieder versuchen, gemeinsam mehr Business zu generieren. Sie helfen sich, wenn möglich, gegenseitig und bauen das SAP-Ökosystem aus. Sie behandeln vor allen Dingen vertrauliche Informationen von anderen Mitgliedern vertraulich. Sie werben nicht untereinander Kunden, Interessenten oder Mitarbeiter ab. Das bedeutet nicht, dass unsere Mitarbeiter oder auch unsere Kunden nicht mehr untereinander wechseln dürfen. Das ist immer noch eine freie Entscheidung. Aber eine aktive Akquise im
ja VSB-Möglichkeit, Mitgliedschaft sollte unterbleiben. Und gemeinsame Projekte werden eben vorab faire Business Terms unter den Beteiligten vereinbart. Das ist ein Prozess, den die IAVSB steuert oder Templates dafür liefert. Das können wir auch machen, aber das sehen wir nicht als unsere Aufgabe. Nur das ist der Kodex, wie wir zusammenarbeiten wollen und den wir oben drüber geschrieben haben. Also bis zu der Grenze, wo ich entscheide, nein, das ist das Wissen, was ich nicht weitergeben möchte, weil es mir vielleicht einen Wettbewerbsteil liefert, möchte ich mich nicht an diese Regeln halten. Sie sehen, dass ich das nicht alles alleine mache, habe ich mal eine Folie gebracht, wer ist zurzeit im IAVSB noch drin und welche Ressorts werden dort verantwortet. Also selber habe ich den größten Anteil der Arbeit zurzeit aufgehalst. Es ist ja durchaus so, dass die Vorstände das ehrenamtlich tun oder auch die Arbeitskreis- und Themenkreissprecher machen das ehrenamtlich. Es gibt also keine Vergütung von der IAVSB. Und wir machen es deswegen, weil wir einen Vorteil sehen, den wir unserer Firma letztendlich wieder zukommen lassen können. Alle von uns müssen das ja ihren Vorgesetzten auch erklären, warum wir uns hier engagieren. Viele kommen aus dem Bereich Partnermanagement, Vertrieb, auch sagen, ich spanne mir mein Netzwerk unterhalb den Partnern weiter, ich gewinne Informationen schneller und somit habe ich auch einen Vorteil in der Mitgliedschaft der IAVSB und in meinem Engagement, in meinem persönlichen. Ich kümmere mich um das ganze Thema Öffentlichkeitsarbeit, um Marketing und auch Kontakte vor allen Dingen zur SAP und auch zur DSAG. Dann haben wir den Westermann von der Firma SNP, der sich um Open Services und Innovationen kümmert. Die etablierten Services, Arbeitskreise, Themenkreise, Events, die wir jetzt machen, wie gesagt, Beteiligung am DSAG-Jahreskongress, auch weiterentwickeln, um auch immer wieder Mehrwerte bieten zu können. Die Ösinger kommt übrigens von einer kleinen Firma, kommt wahrscheinlich gar nicht so bekannt, verantwortet bei uns im Wesentlichen die Finanzen. Auch nochmal wichtig zu sagen, auch der Vorstand ist eigentlich bunt gemischt zwischen großen und kleinen Firmen. Diese kleinen Firmen bringen sehr häufig einen Spirit ein, ich würde den mal als Startup-Spirit beschreiben, wogegen die großen Firmen eher wissen, was hat schon funktioniert, zum Beispiel mit der SAP und was nicht, und vielleicht auch eher die Prozesse so ein bisschen im Griff behalten, aber das ist eben genau diese Mischung, die es ausmacht, die wirklich Lebendigkeit und den Spirit der IAVSB auch ausmachen. Dann der Hans Ballier war vor mir Vorstandsvorsitzender, hat die IAVSB mitgegründet, ist also der älteste Mitstreiter, nicht nur nach Anzahl der Jahre, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, sondern vor allen Dingen in seiner Erfahrung, was den Verband angeht, den Verein angeht und bringt dort wirklich viel, viel Know-how ein aus der T-Systems, aber auch aus seiner Tätigkeit in der IAVSB. Meier, eher wieder einer der Firmen ist, der zum Beispiel auch Partner berät im Umfeld, wie gehe ich mit der SAP um. Also der hat sozusagen Beruf und Ehrenamt verbunden in seiner Aufgabe. Kümmert sich um unsere internen Prozesse und die Infrastruktur, zum Beispiel das Thema InfoHub, was ich Ihnen gleich noch kurz zeige, fällt in sein Ressort. Und jeder Vorstand kümmert sich gleichzeitig noch um einen oder mindestens einen Arbeitskreis oder Themenkreis. Das ist entsprechend auch hier dargestellt. Partner, den Frank Bayer hatte ich schon erwähnt, der leitet den Arbeitskreis, sehr wichtig, auch natürlich da entsprechend in der Position, weil er da sehr viel mit SAP auch zu tun hat, weil er die übergreifenden Themen aufnimmt. Der Volker Löhr, IAM, heute im Stand, wie man das so schön nennt, berät die IAVSB ein bisschen in ihren Prozessen und kümmert sich um die Mitgliederakquise. Und die gute Seele des Vereins ist die Jenny Leidecker, die die Mitglieder macht, die also die Mitgliederanträge bearbeitet, die entsprechende E-Mails verschickt, wie auch jetzt die Einladung zu dem Webinar und uns auch lange unterstützt und auch die internen Prozesse bis hin zur Buchhaltung letztendlich unterstützt. Wir sitzen, wie gesagt, hier in Walldorf im Partnerport. Ich selber bin auch gerade persönlich dort. Sie finden aber auch im Internet, aber auch unter Xing, LinkedIn, Twitter gibt es die Möglichkeit, der IAVSB zu folgen und Informationen zu bekommen. Ich möchte kurz den Info-Hub zeigen und gehe da einmal über unseren Auftritt, also unter www.iavsb.org finden Sie entsprechend unsere Webseite. Hier finden Sie zum Beispiel auch einen Info-Flyer, vor allem den Mitgliedsantrag und die Satzung
wo wir nachlesen können, dass wir wirklich auch ein Verein sind. Und was von Interesse sein könnte im Bereich Mitgliedschaft, seht ihr auch eine Liste der aktuellen Mitglieder. Da können Sie dann mal nachschauen, ob Ihr Werber vielleicht schon bei uns dabei ist. Ansonsten finden Sie ja aktuelle News, aber das ist nicht das, was ich Ihnen zeigen will, sondern wir gehen jetzt mal auf den Bereich Login für Mitglieder. Das ist der Bereich, wo Sie dann, als wenn Sie kein Mitglied sind, nicht mehr kommen würden. Da kommt den SAP Info Hub. Und hier mal zum Beispiel einen Blick auf die Mitglieder. Sieht es nicht so viel anders aus, aber wenn ich zum Beispiel jetzt mal auf die Avato Systems gehe, finde ich ein paar detailliertere Informationen. Ich finde jetzt hier zum Beispiel die Liste der Ansprechpartner nach bestimmten Themengebieten. Das heißt, wenn Sie als Mitglied der IAVSP sagen, ich möchte mal mit einem Partner engeren Kontakt aufnehmen, müssen Sie nicht über Webseiten wühlen oder andere Dinge, sondern sind dann direkt in der Lage, hier den Axel Matern anzusprechen, und Sie finden dann hier auch entsprechend die Informationen bis hin zu Telefondaten und so weiter. Sie können natürlich direkt auch auf die Liste aller Ansprechpartner gehen. Sehen Sie hier die aufgeführt, die überhaupt Mitglied sind in der IAVSP. Was auch noch interessant ist zu zeigen, hier sind die Themenkreise. Ich nehme neue Geschäftsmodelle, die ich eben erwähnt hatte. Da sehen Sie hier zum Beispiel die Mitglieder, wer ist überhaupt Mitglied in diesem Themenkreis. Und sehen hier auch natürlich die Meetingprotokolle von den Sitzungen, die schon gelaufen sind. Einfach mal einen kleinen Einblick geben sozusagen in den Mitgliederbereich. Das wird auch noch ständig erweitert von der Funktionalität. Wir leben Kollaboration und geben unseren Mitgliedern hier wirklich weitere Informationen, Dokumente, ihre Arbeitsergebnisse aus den Themenkreisen und Kontakte. Ja, gewesen sein zu meinem Vortrag. Da bleibt mir an dieser Stelle nur mich zu danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich etwas Interesse für die IAVSP wecken konnte, dass ich vielleicht auch erklären konnte, wo die Nutzen liegen für die IAVSP. Was wir festgestellt haben, wir haben im letzten Jahr ziemlich viele neue Mitglieder gewonnen, wir haben auch ein paar verloren. Und es ist interessanterweise so, die aktiven Mitglieder, das sind diejenigen, die die Relevanz in den Verein bringen. Also nur wer sich engagiert, bekommt letztendlich auch etwas zurück mit einer konsumierenden Einstellung. Das sind die Mitglieder, die nach einer gewissen Zeit sagen, jeder bringt mir anscheinend nichts, ich kann da keinen Mehrwert draus ziehen. Deswegen eine Mitgliedschaft in so einem Verein ist eine Sache, man muss sich allerdings auch ein bisschen engagieren. Und in diesem Sinne hört der ein oder andere aus der Runde, erkennt den Mehrwert, mag vielleicht auch weiteren Informationsbedarf haben, den wir dann gerne decken werden, und kann sich für eine Mitgliedschaft entscheiden. Ich werde jetzt Ihre Mikrofone auf, also nicht mehr aufschalten, sondern den Ton einschalten für alle, dass Sie dann die Chance haben, Fragen zu stellen. Wir sind eine große Runde. Dass Ihre Leitung wurde jetzt wieder freigeschaltet. Auch so hin. Das ist ein bisschen rauschig. Wenn Sie jetzt eine Frage haben, dann bitte ich Sie zu stellen. Die Frage ist immer die schwerste. Gut, wenn es Fragen gibt, wie gesagt, Sie bekommen die Präsentation im Nachgang. Dort sind ja auch die Ansprechpartnerdaten hintereinander, sowohl per E-Mail als auch per Telefonnummer. Gerne können Sie den Vorstand oder die anderen Mitglieder kontaktieren. Ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind ziemlich schneller durchgekommen, als es ursprünglich geplant war. Ich hoffe, ich konnte Ihnen auch Zeit gewinnen, sodass Sie mit einem positiven Gefühl aus diesem Meeting rausgehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich darauf, Sie in der IAVSP demnächst begrüßen zu dürfen. Tschüss.